Ich weiß partout nicht, die, wo wir die Nummer herkriegen könnten und auch generell so Schlüssel oder sowas. Jetzt für andere Türen. Heavens to Beastie. Okay. Ich bin im Schrank. Versteck mich im Schrank ist immer die beste Idee. So. Was haben wir denn hier? Können wir hier irgendwas? Da liegt doch ein Papier. Warte mal. Ah, das haben wir auch schon. Auch noch nicht gelesen, ne? Glaube ich, oder? Entschuldigung, kleinen Moment. Hey, bist du die neue Sam? Ich bin Tommy, hinter dir. Winke, wenn du das gekriegt hast und schreib zurück. Hi Tommy, ja, ich bin Samantha und ja, ich bin neu. Was gibt's? Ich dachte nur, weil du neu bist, könntest du vielleicht einen Freund gebrauchen. Ich habe auch nicht viele Freunde und deshalb dachte ich, ich fange mal was... Was? Ich frage mal, was, wenn es dich nicht stört? Dich nicht stört dich? Ja, nein... Nein, stört mich nicht. Was möchtest du denn fragen? Ist nur dein Onkel ein Psycho oder liegt es bei euch in der Familie? Boah, was ein netter Brief und was ein netter Freund, ne, im Übrigen. Muss ich sagen. Huiuiui. Alter, hab ich mich erschrocken. Ich dachte hier, der Tisch hier, die Beine, wie ich so hochguckte, dachte, da steht jemand. Alter, ich sollte aufhören, so Spiele zu spielen. Oh, was ist das denn? Aha. Alle verbraucht. Können wir die... Aha. Das sind nur Kerzen, die können wir... Nehmen. Hatten wir denn hier schon alles gelesen? Ah ja, doch, das hatten wir. Stimmt. Das war mit dem Pioneer-Deck. Hier gab es noch Pizza zum Schluss. Das hatten wir auch schon gelesen. Das war die Programmzeitung. Ah ja, Wetterwarnung lief da auf dem Fernseher. Da war noch ein Buch, das hatten wir auch schon. Tja. Beim besten Willen, wie finden wir die Zahlenkombination von Samanthas Schrank? Das hatten wir auch schon gelesen, oder? Ja, doch. Doch, ich meine ja. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Was ist das denn hier? Girl Scout. Aha. Pfadfinderin. Vorbild. Mal reinhören. Oh Gott. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ich spiele Gun Home. Gun Home. Gun Home. Gun Home. Gun Home. Yeah, 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 yeah. Was? Ja, ist gut. So. So. Ich gehe heim, du verdammte Schwein. Entschuldigung. Das hatten wir auch schon. Boah, ich bin echt überfragt. Muss ich ganz ehrlich Boah. Ich dachte, hinten steht ein Teddy. Ah, guck mal, Palle ist auch da. Das ist ein Insider übrigens, für die Leute, die es nicht kennen. Achso, das war das mit den Fortpflanzungen, ne? Genau, das war ja das, was wir gelesen hatten. Hier war der Plattenspieler. Können wir die Schallplatte abspielen? Die hatten wir auch schon. Ich bin ein wenig überfragt. Den Zettel haben wir, glaube ich, auch schon gelesen, ne? Samantha, bitte gib es deiner Mutter. Ja, doch, das war das mit dem Nintendo. Warum muss die Frau sich immer hinbücken? Verstehe ich nicht. Bück dich, du Luder. Und da kommen wir nicht rein, weil die Tür abgeschlossen ist. Hier liegt aber schon wieder ein Brief drin. Warte mal. Katie, bitte, egal was du auch gefunden hast, erzähl Mom und Dad nichts. Der Dachboden. Was ist denn auf dem Dachboden? Das macht mich jetzt etwas neugierig, muss ich sagen. Ich würde schon gern wissen, was auf dem Dachboden ist.
Ist das ein... Ist das ein Entwicklungsraum? Ein Fotoentwicklungsraum, weil da rote Lampen leuchten, oder? Ich weiß es nicht. Das hatten wir auch schon. Habe ich extra offen gelassen, die Schubladen, damit wir es... Genau, und hier war ja, wenn ich mich recht entsinne, das Buch steht so ein bisschen hervor. Was steht da drauf? Bishop Gray. Ah, Mr. Gray. Hier war nämlich... Ach nee, stimmt, das war ein anderer Raum. Da war der Safe, oder beziehungsweise der Schrank mit dem Zahlenschloss. Und hier lag die Zahlenkombination dafür drin. Das heißt also, es muss nicht zwangsläufig im selben Raum sein. Tja, das heißt also, wir müssen nochmal nach oben. Es muss also in irgendeinem Raum nebenan sein, die Zahlenkombi. Oder sollte vielleicht nebenan sein. So, dass wir mal schauen. Ja, und noch an alle neuen Zuschauer. Willkommen zur Let's Play Live Show, zum Live-Let's Play von Gun Home. Nicht wundern, wie gesagt, wenn ich nicht auf den Chat eingehe. So, hier brauchen wir die Kombination. Und die Frage ist jetzt, welcher Raum könnte das jetzt sein? Es könnte dieser Raum sein, es könnte dieser Raum sein, es könnte dieser Raum sein. Das ist das Badezimmer, ne? Aber im Badezimmer eine Zahlenkombination verstecken wir auch. Das ist ein bisschen schwachsinnig, oder? Klopapierrolle nehmen. Ja, ist nichts drauf. Mhm. Schachtel nehmen. Aha. Extra absorbierend. Mhm. Aha, super plus Multipack. Ist, glaube ich, für die Frau. Was man ja alles greifen kann und angucken kann, ist ja cool. Oh, ein Tampon. Aha, ein Tampon. Kann man in der Regel schreiben? Mit einem Tampon schon. Huch, was ist das denn? Soft plus Toilettenpapier. Oh, vier Rollen sind da drin. Ich werde bekloppt. Wie das Baby guckt, ne? Anna, hallo. So. Ja, dann schauen wir doch mal, wo wir eine Zahlenkombination finden. Das hatten wir schon gelesen gehabt, ne? Genau, das war das. Dann schauen wir uns nochmal im Schlafzimmer um. Aber ich glaube, kann mir das gar nicht vorstellen, dass im Schlafzimmer irgendwas ist. Schlafzimmer der Eltern, Zahlenkombination wäre, glaube ich, auch ein bisschen Quatsch, ne? Da liegt auch, glaube ich, irgendwas, oder? Kann das sein? Nee, eine alte Unterhose. Wahrscheinlich noch mit Rallye-Streifen, das hatten wir, glaube ich, auch schon gesehen. Dann gucken wir doch mal. Misk. Was haben wir denn hier? Orientierungslauf, doch, das hatten wir auch schon. Ja, das haben wir schon gesehen. Das komische Geräusch hier immer. Gruselig. Das ist ganz schön gruselig. Tja, ich, Leute, ich bin echt überfragt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe auch keine Lust, jetzt hier stundenlang noch zu suchen. Vor allem fürs Let's Play wird es dann, glaube ich, auch ein bisschen langweilig. Oder ich werde eine Folgenpause einlegen und mal im Internet nachschauen, wo es die Lösung gibt. Aber vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen. Vielleicht sind ja die Leute im Chat so hilfsbereit und würden vielleicht schauen, wenn sie was wüssten. Naja, Tür schließen. Tja, das ist ein bisschen ärgerlich. Beverly Hills 19210 kann ja nicht sein. Weil wir ja nur vier Zahlen brauchen. Das wäre eigentlich das einzigste logische. Nothing calculate. X-Body.
So, 2, 3, 6, 8, 9 sind ja schon 5 Zahlen. Und 1, 4, 7, 5 sind 4 Zahlen, aber es funktioniert nicht. Das hatten wir ja schon ausprobiert gehabt. Don't, was steht da? Don't look home? Don't look here. Ach so. Okay. Das würde ich gerne lesen, was da drin steht, aber das kann man nicht. Das kann man leider nicht erkennen. Na, das gibt's doch nicht. Schmeiß da doch weg. Was da innen steht, würde ich gerne lesen, aber das kann man leider nicht erkennen. Das ist das Problem. Kann das, glaube ich, auch nicht anders drehen, ne, oder? Wenn ich so schaue, huch, kann ich das dann erkennen? Wahrscheinlich nicht, ne? Hui! Hui! Ne, kann man auch nicht erkennen. So vielleicht, wenn ich so gucke. Da steht irgendwas, aber was kann ich jetzt... Mal, jetzt hör doch mal auf zu wackeln! Was steht denn da? Da ist irgendwas in Rot geschrieben, aber ich kann es kaum erkennen. Warum ist das, man das so ein... Verdammt. Aber das kann doch nicht Rätselslösung sein, oder? Dass man sich hier so doof umgucken muss. Ja, so kann ich es gar nicht lesen. Hör mal auf zu wackeln. Hallo. Ne. Ich krieg's auch. Ne, komme ich nicht hinter. Ich kann's auch, glaube ich. Ich glaube, ich kann's auch nicht anders drehen, ne? Ja, so wird's wieder umkippen. Ist das Sams Schrank? Versuch mal 0501. Probieren wir mal. 0501. What? Wie kamst du denn jetzt darauf? Aber danke dir. Ja. 0501. Wie kommt man denn auf 0501? Das würde mich brennend interessieren. Naja, gut. So, Mann Sam, Gentleman, das Magazin für Männer, Juli 1994, ein großes UFO, Vertuschung, Spezial, Shannon Doherty, Cheetah, exklusives Interview mit Medizinmogul David Giffen, endlich Gillian Anderson. Okay. Komm, hier sind überall noch, guck mal, das sind geklaute Sachen, da sind immer noch diese Piepser dran. Ah, ist ja krass. So, was haben wir hier? Eine Zigarettenschachtel? Ah, gute Morley. Filterzigaretten. Was? Es gibt zwei Hälften Papiere, die zusammen ergeben den Code. Was? Ich hätte dieses Spiel nie durchspielen können. Looney 94. Ah, ja. Das ist Looney. Lonnie came over today. But everything was different. She was sitting at my desk chair, and she wouldn't look at me. Finally, I asked her what was going on. She said she felt like she'd done something wrong that night in the city. Like I must think... But I said no, there was nothing wrong. I just wanted to say... But I couldn't find the words. I felt like I was gonna cry. But I wasn't sad. She got up and sat next to me on the bed. I looked at her. Lonnie, do you think you could ever
And that's when she kissed me. What? Okay. Interessant. Ja, wir haben im Übrigen, ich wollte es nur mal erwähnt haben, den Kellerschlüssel bekommen. Das ist nicht der Keller. Was war das denn? Alter, hör auf mit der Scheiße. Was war das? Hab das nur ich gehört? Wo war denn jetzt die... Hä? Oder muss ich den Schlüssel benutzen? Ja, ist doch gut. Warte mal, habe ich denn hier... Kann ich den Schlüssel benutzen? Geht das? Auf dem Anhänger steht Basement, Keller. Entschuldigung. Okay. Ich frage mich, wo ist der Keller? Weil es gibt da, glaube ich, nur zwei verschlossene... Ne, drei. Dachboden, die Tür hier unten und die oben, glaube ich. Oder gab es noch... Ah, nee, hier war ja noch eine Tür, ne? Geht's hier zum Keller? Mhm. Sind wir das, die im Atmen? Oh nein. Hallo? Oh, funktioniert noch. Oh Gott. Hallo? Oh. Aha, interessant. Oh, was haben wir denn hier? Kartoffelchips. Cool. Noch verschlossen. Die sind bestimmt noch gut. Da werde ich mir gleich erstmal einen nehmen von. Brauchst ja nicht gleich schimpfen. Liebe Samantha, ich möchte Ihnen meinen herzlichen Dank für Ihre Einladung zum Thanksgiving mit Ihrer bezaubernden Familie in Ihrem Domizil bedanken. Ich habe die wohlschmeckenden Kartoffeln sehr genossen und obwohl es merkwürdig war, so lange Zeit mit den Eltern zu verbringen, war es auch spaßig zu sehen, wie schwierig es für den Vater ist, mehr als 30 Sekunden am Stück nicht komisch drauf zu sein. Mit äußerst herzlichen Grüßen, Ihre enge Freundin und Vertraute Leonie D. Liebe Mrs. Di Soto. Ja, ist gut. Erlauben Sie mir, die Gelegenheit zu ergreifen, mich bei Ihnen herzlich für die von Ihnen erhaltene Gastfreundschaft auf dem Anwesen Ihres Vaters nach dem zuvor genannten Mal mit meinen Eltern zu bedanken. Ich muss sagen, das Thanksgiving-Fest Ihrer Familie war das erfreulichere der beiden Veranstaltungen. Besonders schätze ich die Zeit, die ich mit Ihrer Großmutter verbracht habe, eine wunderbare Frau mit einem gediegenen Geschmack und einem kultivierten Auftreten. Wir sollten das im nächsten Jahr zur selben Zeit wiederholen, wenn Sie möchten. Herzlichst, Madame Samantha L. Greenbrier. Okay. Was haben die? Ein schönes Thanksgiving-Fest gehabt. Mhm. Samantha and Leonie. Okay. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around... Well, you know. So you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night, or it's just quiet and we're alone, we say I love you. Oh Gott, da geht's ja... Erinnert mich ein bisschen an Kevin allein zu Hause. Der Ofen gerade.
Ich warte auf den Moment, wo ich hier so eine Schnur ziehe und auf einmal vor mir plötzlich eine Fratze auftaucht. Ich warte darauf nur. Oh Gott, der Fortpflanzungsapparat. Arbeitsblatt 6. Name Caitlin Greenbrier. Datum 10.09.1991. Aufgabe. Unten stehen zwei Geschichten. Die Abfolge ist in beiden durcheinander geraten. Nimm dir ein blattliniertes Papier, wähle eine der beiden Geschichten aus und schreibe sie neu. Beginne mit dem Titel und dem Namen. Finde einen Einleitungssatz, mit dem du deinen Absatz beginnen willst. Ordne die folgenden Sätze chronologisch. Stelle sicher, dass der letzte Satz eine gute, abschließende Aussage ist. Der Menstruationszyklus, das hatten wir doch, glaube ich, schon, ne, oder? Das hatten wir schon. Ja, ja, mit der Gebärmutter und so. Ja, ja, das hatten wir schon gelesen. Tafel nehmen. K steht für kreativ. A steht für anmutig. I steht für intelligent. T steht für talentiert, L steht für lebensfroh, I steht für idealistisch, N steht für nett. Caitlin. Okay. Interessant. Das habe ich auch gedacht. Ja, sieht auch so ein bisschen aus wie Kevin Alleins Haus. Hallo? Oh Gott, Alter, wie riesig ist denn der Keller? Der gute Ofen von Everett, im Übrigen. Ist ganz schön laut, der Ofen. Ganz so geheuer ist mir es auch nicht, hier rumzulaufen, bin ich ganz ehrlich. Was ist das denn hier? Ah, huha. Mhm. Sehr geehrte Samantha Greenbrier. Entschuldigung. Herzlichen Glückwunsch. Sie wurden für den Schriftstellerkurs des Red College Sommerprogramms 1995 zugelassen. Wir freuen uns außerdem aufgrund Ihres Portfolios und Ihrer Schulakte, Ihren finanziellen Unterstützung zu gewähren, die 75% der anfallenden Gebühren deckt. Die beigefügten Dokumente enthalten Details über Ihren Stundenplan, optionale Zusatzkurse und den Ihnen zugewiesenen Wohnheimplatz. Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme am Sommerprogramm. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Julie Morris, Leiterin Antragsbewilligung. I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing. And I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Also ist sie zur Army gegangen, die Leonie? Dr. Richard Greenbrier. Aha, Neurath Professor für Englisch, Universität of Oregon 1956. Hat jemand das Gesicht ausgeschnitten? Wie gruselig. Gruselig. So, was haben wir hier? Büro von Dr. Richard Greenbrier. Lieber Terence, vielen Dank für das Exemplar deines neuen Buches, das du mir geschickt hast. Das erste veröffentlichte Werk eines Autors ist etwas ganz Besonderes. In der Thematik habe ich auf jeden Fall meinen Sohn wiedererkannt. Das Werk eines Autors ist eine Externalisierung dessen, was er liebt und was er fürchtet. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, war deine Arbeit erfolgreich. Aber die Linse, durch die das Persönliche leuchtet, war unnötig getrübt. Durch Klischees des Genres und unglaublich Machina entsprungen aus Science Fiction
Schundfett, ich weiß was, Schulefettchen. Ich gratuliere dir zum Bestehen dieser Feuerprobe namens Veröffentlichung und bin sicher, dass es viel Anklang finden wird. Ich möchte dich jedoch ermuntern, diese Künstlichkeit abzulegen. Du kannst das besser mit der Liebe und dem Zuspruch deines Vaters, Dr. Richard Greenbrier. Ah ja. Achso, da ist der Zettel, okay. Oh, hallo? Okay, da waren wir gewesen. Haben wir hier schon reingeguckt? Ah, geht das? Ah, guck mal. Was ist das denn? 14k Gold. Herzanhänger. In zwei Hälften. Individuell anpassbar durch bis zu 10 Zeichen. Namen, Daten, Initialien, was immer sie sich erträumen können. Als Geschenk verpackt. Importiert. L und S. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es läuft ein bisschen danach hinaus, weil wir ja so ein bisschen mit Leonie so ein bisschen, ne, was zu tun hatten und der Vater so ein bisschen so nicht ganz bei der Sache war und vielleicht kam er damit nicht klar. Ich weiß es nicht. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Das ist nur eine frühe Vermutung. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Einbürgerungszertifikat. Am 20. Juli 1972 hat das Gericht befunden, dass John C. Elizabeth Connelly Greenbrier wohnhaft in der 1010 Fifth Avenue Seattle Wash, mein Gott, um permanenten Aufenthalt in den Vereinigten Staaten bittet. Allen zutreffenden Bestimmungen des Einbürgerungsgesetzes entsprochen hat und die Berechtigung bestimmt, um Staatsbürgerschaft zu ersuchen. Ihm wird mit sofortiger Wirkung die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten von Amerika zuerkannt. Zur Beurkundung erfolgt die Siegelung durch das Gericht am 20. Juli 920, was? Ist egal, scheiß was drauf. Horace E. Culver, Beamter des US-Bezirks, Bezirksgericht. Aha. Also ist sie jetzt zugewandert. So wie sie es anhörte. Die Frau, also die Mutter. Mhm. Meisers Apotheke, Januar bis Juni 1960. Okay. Interessant, interessant, interessant. Sagen wir hier, was ist das hier? Hallo Sam, viele Grüße aus den Multmarfällen. Ich bin hier auf so einer dämlichen Klassenfahrt. Ausgerechnet jetzt im März, wo es hier in Oregon saukalt ist und nur regnet. Schade, dass du nicht hier bist. Warte mal, du bist hier. Denn ich schreibe dir das im Souvenirladen. Oh, Mist. Da kommst du gerade. L. Mhm. Interessant. They tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, you didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl. But I don't think they know about us. The kids at school, though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group. Boone County Register, Freitag, 10. Dezember 1965. Mansers Apotheke wechselt den Besitzer. Überraschend wurde heute bekannt, dass Mansers Apotheke in der Main Street zum ersten Mal seit ihrer Eröffnung vor 10 Jahren den Besitzer wechselt. Gerüchte zufolge sei der plötzliche Verkauf der Apotheke für einen Spottpreis über die Bühne gegangen. Es wird sogar spekuliert, der Verkaufspreis wäre nur ein einziger Dollar gewesen. Danach gefragt, antwortete Mr. Samuel Onstein, Oscar Mazens,
langjähriger Assistent und neuer Besitzer von Mezens Apotheke, dem Register. Die Details gehen nur Mr. Mason und mich etwas an. Mr. Mason selbst ist krank und stand für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung. Mezens Apotheke immer noch in der Main Street, aber unter neuer Leitung. Okay. Da geht's noch weiter. Oh Gott. Ich möchte aber erstmal nochmal hier vorne schauen. Das sieht irgendwie aus wie so ein Geheimraum dahinter. Wir können ja wieder zurückgehen. Oh Gott, was ist denn hier? Hier ist ein komisches Badezimmer mit gar keiner Wanne, sondern irgendwie eine Liegefläche und X-Ray, aha, Specs. Yolando de Soto, Village Mexico. Okay. Liebe Sam, ich bin so froh, dass dir das Bild gefallen hat. Ich habe an uns gedacht, als ich es gezeichnet habe. Ich wusste, dir würde es auffallen. Mexiko würde dir wahrscheinlich gefallen, glaube ich. Die Natur hier ist so völlig anders als zu Hause. Ich stelle mir immer Allegra und ihren ersten Offizier vor, wie sie auf einer geheimnisvollen Insel gestrandet sind, wo sogar die Pflanzen ihnen was antun wollen. Und dann denke ich wieder an dich. Ich liege hier im Bett und kann dich beinahe fühlen. Ich habe versucht, mich zurückzuhalten, bis wir wieder zusammen sind. Aber das hat wohl nicht so gut geklappt. Immerhin habe ich es versucht. Okay, genug davon. Dein letzter Brief erreichte mich erst einen Tag, bevor wir uns wieder auf dem Rückweg nach Norden gemacht haben. Mit diesem Brief fahren wir nun um die Wette. Wenn ich vor Ihnen zu Hause bin, können wir ihn gemeinsam lesen. Und ja, ich mache ungern an Fotos. Wir werden so viel Zeit zusammen in der Dunkelkammer verbringen müssen. Tu amour, Leonie. Uiuiuiuiuiui. Ich muss mal eben ganz schnell mal gleich mal meine Gedanken schweifen lassen. Girl Scout, vormals Girl Scout, Role Model, okay. Todd's band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit. And he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, I can sing. And they were all kind of like, you can? And she was like, probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. She's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. But till then, I'm gonna be at every single show. Ich kann singen, in den Rucksack gepackt. Ja, was uns jetzt hier wartet und hinten noch ist ja auch noch ein Raum, würde ich sagen, seht ihr in einer weiteren Folge auf YouTube und ich schalte dann wieder fleißig ein. Also, bis demnächst. Ciao.